Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie vom 13.04.2021, einen Dienstag. Tja, nach diesem Paukenschlag Montag schauen wir, was der Dienstag bringt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber im türkischen Fernsehen ist so einiges berichtet worden. Mal schauen, was da draus wird. Das Weimarer Gerichtsurteil ist auch nicht ohne. Gucken wir mal. Es geht voran, dass die Menschheit hier wieder normal wird. Wieder auf sich besinnt. Auf ihr Sein und ihren gesunden Menschenverstand. Ich rede euch nicht, ob ihr ihn nicht habt. Ihr habt ihn. Bin ich mir ganz sicher. So. Wir haben am Dienstag die Energie von Angst und Bedürftigkeit. Die Energie von Gespräche online. So, das heißt, morgen wird die Angst der Bevölkerung, ich mache es ja für Deutschland und alle deutschsprachigen Menschen, wird einfach mehr. Und wir merken, wie hilflos wir eigentlich sind. Und darum müssen wir uns dringend unterhalten und uns schlau machen. Nicht nur aus den normalen TV-Medien, sondern auch online. Und da nicht nur YouTube, sondern auch Telegram und VDP-Tube zum Beispiel gibt es. Und also es gibt ganz, ganz viele Odyssee und also ganz viele andere Plattformen, die noch Kritik zulassen. YouTube lässt keine Kritik mehr zu. Ja, wir haben Angst, weil wir was anders glauben, weil man uns was anders zeigt, was anders sagt, wie wir bis jetzt geglaubt haben. Ist ganz logisch, verstehe ich, absolut. Diese Glaubenssätze, dass wir bis jetzt geglaubt haben, wurde leider manipuliert und das kommt aus diesen Gesprächen natürlich auch raus. Hier sind Menschen aufgerufen, die schon erkannt haben, dass hier irgendetwas verkehrt läuft, ohne Verschwörungstheoretiker zu sein. Jeder, der normal denkt, merkt, dass hier etwas komplett schief läuft, dass unsere Regierung dermaßen was von unfähig ist, dass schon gar nicht mehr anders gelangt. Und die, die das jetzt irgendwie wirklich für sich nicht merken, sondern annehmen, gemerkt haben die das auch schon früher. Es ist bloß eine Sache des Annehmens. Denen sei gesagt, es ist Hilfe da. Es gibt ganz viele Menschen, die das wissen, die das schon wissen, und die nicht böse sind, die nicht hämisch sind oder sonst irgendwas, sondern wirklich sagen, komm, sprich mit uns, dann wird alles gut. Weil man dann weiß, was wirklich Sache ist, man kann sich selber schlau machen und dann wirklich seine eigene Meinung bilden. Und das ist, was ich immer sage, so wichtig, seine eigene Meinung. Lange Zeit, Freude und Sicherheit. Das resultiert nämlich daraus, wenn wir wieder selbstbestimmt werden. Und durch dieses Hinterfragen und auch durch diese Angst, die nicht schön ist, die aber sein muss, weil man sonst nichts tut. Leider ist der Mensch ist so programmiert, so von Natur aus. Er tut nichts, wenn er nicht muss oder nur das, was ihm Spaß macht. Also ich habe mich bis vor 2 Jahren auch überhaupt nicht um Politik geschert. Das war mir sowas voll egal. Aber mittlerweile tue ich's, weil hier was verkehrt läuft und weil wir nur selber da wieder rauskommen. Wenn das jetzt hier Gespräche geführt werden, und das sind keine bösen Gespräche, keine hämischen, keine, ich habe das ja gesagt, Gespräche, sondern einfach, hier, guck, das kann ich dir zeigen, mach dir selbst ein Bild. Dir wird diese Seite gezeigt, dir wird die andere Seite gezeigt und du selbst machst dir ein Bild und genau darauf kommt es an. Und das findest du auf jeden Fall schon bei dir daheim. Und wenn du dann das gemerkt hast, dass du selbstbestimmt sein willst, sein möchtest, dann kommt die lange Zeit die Freude und Sicherheit. Denn wir sind alle selbstbestimmt. Wir machen unser Leben und das ist auch die Grundlage meiner Karten. Ich zeige dir die Energien und alle Energien kann man ändern. Alle. Immer. Aber das musst du machen. Das kann dir kein anderer machen. Das musst du machen. Jeder von uns einzeln. Und das geht nur im Hinschauen, seine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen und zu schauen, was stimmt denn noch für mich. Und das ist das, was ich hier aufzeigen möchte. Dass jeder sich selber hinterfragen muss, jeder. Das kann niemand anderer machen.
und dann deinen Weg gehen. Wenn dein Weg zu 99,9% mit dem übereinstimmt, was andere sagen, ist es ja okay. Aber es muss wirklich von dir aus so sein. Und das ist ganz wichtig. Und so kommen wir wirklich in die Sicherheit und Freude. Alle. Weil wenn alle selbstbestimmt und alle bewusst handeln, bewusst das tun, was ihnen gut tut, im positiven Sinn. Wenn ich mir gute Sachen tue, dann wirkt sich das auf mein gesamtes Umfeld aus. Weil wenn ich fröhlich bin, sind meine Kinder fröhlich. Wenn es mir gut geht, geht es all meiner Familie gut. Weil ich, jeder Mensch ist von sich aus so, ich gebe gerne. Wenn ich genug habe, ich kann aber nur geben, wenn ich habe. Wenn ich jetzt weiter in der Angst bleibe und in der Bedürftigkeit, dann habe ich nie etwas. Dann kann ich auch niemand helfen, weil ich mir nicht mehr selber helfen kann. Und darum hier hingucken. Und es sind genug Menschen da, selbst bei dir daheim, die da helfen können und vor allem mit dir reden. Eine schöne Energie, die Angstenergie ist nicht schön, das meine ich damit nicht, aber eine schöne Energie, in die Selbstbestimmung zu kommen. Und das ist genau wichtig. Und durch diese Gespräche geht es voran und wir kommen wieder in die Freude und Sicherheit. Ich verspreche dir es. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Bis dann.